So, ich begrüße Sie ganz herzlich im Schwäbischen Schnapsmuseum und hier in unserem Raum der Schwarzbrennereien. Beziehungsweise heute muss ich unterscheiden zwischen Schwarz- und Geheimbrennerei. Ein Schwarzbrenner ist ein offizieller Schnapsbrenner, der eine angemeldete Anlage hat, aber ohne Anmeldung brennt. Ein Geheimbrenner ist jemand, der sich selber eine Anlage zusammenbaut, zusammenbastelt und es im Geheimen betreibt. Das sind also alles Geheimbrennereien. Übrigens die größte Sammlung, die es in Deutschland überhaupt zu diesem Thema gibt. Diese Anlage wurde 1990 in Würzburg beschlagnahmt. Ein rumänischer Aussiedler hat sich die zusammengebaut. Sein Pech war nur, er wohnt in einem 10-stöckigen Hochhaus und die Nachbarn haben das relativ schnell gerochen. So kam es dann zur Meldung an Zollamt, von denen wir es bekommen haben. Da war der Besitzer der Anlage drunter steht, wesentlich geschickter. Das war ein Schmied, der sich 1930 in Einsatz in Waschkessel gemacht hat. Eine gute, solide, handwerkliche Arbeit. Der wurde nie erwischt. Vom Enkel haben wir dann die Anlage bekommen und sind irgendwann ins Gespräch gekommen wegen dem Riechen. Dann sagt er, das war bei uns kein Problem. Unser Nachbar hatte eine Schnapsbrennerei und wenn der gebrannt hat, haben wir auch gebrannt. Das ist unsere größte Schwarzbrennerei. Ein Altmaterialhändler aus dem Remsmokreis hat sich die gebaut. Er bekam irgendwo den Edelstahlbehälter und hat daraus diese Anlage konstruiert. Er sagte sich, wenn ich das mit Feuer überm fällt es auf, wenn immer das Kamin raucht, also mache ich es elektrisch. Hat den Wasserbadkessel außenrum gemacht und die viele elektrische Heizkörper eingebaut. Und war so schlau, dass er die Zuleitung vor dem elektrischen Zähler angeschlossen hat, damit der Verbrauch nicht auffällt. Allerdings hat er nicht dran gedacht. Die Anlage hat einen Anschlusswert von 32 Kilowatt. Wenn der die angeschaltet hat, ist im ganzen Ort das Licht dunkel geworden. Die Untersuchung hat dann gebracht, dass das in dem Haus sein muss und bei der Hausdurchsuchung wurde diese Anlage dann entdeckt. Hier haben wir das Vulkanisiergerät eines Zahnarztes. Unter Druck und Temperatur wurden darin aus Naturkautschuk die Gebisse hergestellt. Im Gerät ist innen ein Kupferbehälter und ein Gasbrenner, der die nötige Temperatur erzeugt hat. Im Krieg und nach dem Krieg hat er damit dann seinen Schnaps gebrannt. Ein Zeitdokument aus der Nachkriegszeit stellt dieses Gerät dar. Den Emailkochtopf hatte man im Haushalt. Das Blech, das oben drauf gelötet wurde, stammt von einer Munitionskiste. Das Gasrohr und die Kühlschlange waren die Bremsleitung eines Panzers und die Aalpulverbüchse der amerikanischen Soldaten bildete den Kühler. Schwabenstolz, für mich das schönste Gerät. Aus der Gurkenbüchse und dem 5 Liter Behälter eines Waschtischboilers wurde dieses Gerät hergestellt. Als das Gerät zu klein war, hat er es größer gemacht, aus einem aufgeschnittenen kupfernen Badeofen. Ein Deckel drauf gemacht und Elektroheizung eingebaut. Ins zweite Gerät kam die Spirale, die in kaltem Wasser dann den Dampf kondensiert. Kupfer deshalb, weil sich das positiv aufs Aroma vom Schnaps auswirkt. Deshalb sind ja auch alle regulären Geräte aus Kupfer. Werfen Sie nie Ihren alten Dampfkochtopf weg. Hier haben wir ein Sikomatic von 1927, der erste, der auf den Markt kam. Das Überdruckventil entfernt, Gewindehülse aufgelötet und das Kupferrohr verbindet dann mit der Spirale in der Blechbüchse, wo dann das Kaltwasser zur Kühlung war. Hier noch weitere Beispiele mit Dampfkochtöpfen aus unserer Sammlung. 1992 hat sich in Stuttgart ein 8-jähriges Mädchen aus dem Fenster abgeseilt. Die Nachbarn haben die Polizei alarmiert. Und ich habe das Mädchen gefragt, warum es im Fenster rausgeht. Ja, ihre Eltern schlafen ganz tief und fest, Haustür ist zugeschlossen, Schlüssel ist weg. Sie muss in die Schule und deshalb ist sie zum Fenster raus. Die Polizisten sind reingestiegen, haben die tief schlafenden Eltern gefunden und daneben dieses wunderschöne Destilliergerät, ein Labordestilliergerät, wie es in der Schule oder in sonstigen Labors üblich ist. Und deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie schwarz brennen, geben Sie den Kindern den Hausschlüssel mit. Geheimbrennen ist eigentlich heute kein großes Thema mehr. Schnaps ist relativ günstig geworden und die Qualität, die aus solcher Anlage rauskommt, ist das, was man guter Schnaps erwartet. Aber im Gefängnis herrscht absolutes Alkoholverbot. Deshalb ist dort die Versuchung zu brennen sehr groß und ich habe hier eine komplette Schnapsbrennerei aus der Strafvollzugsanstalt Heilbronn. In den Kanister wurde die Maische eingefüllt. Hier innen sind zwei kleine Bleche drin. Die schließt man Strom an, der Strom fließt durch die Maische, hitzt es, dass es siedet. Die alkoholhaltigen Dämpfe steigen hier auf. Und das ist ein
Tauchsieder, dem ausgehöhlt hat, praktisch nur noch ein Rohr. Am Waschbecken lässt man kalt Wasser drüber laufen, hier kühlt es abkondensiert und hier unten tropft der Schnaps raus.